Und jetzt geht es ans Eingemachte. Es kommt die Verkündung. Und ich würde jetzt gerne Herrn Dr. Meyer-Guckel auf die Bühne bitten für eine... Herr Nasko zuerst? Ich bitte beide auf die Bühne, genau. Herr Dr. Nasko, Herr Dr. Meyer-Guckel, kommen Sie auf die Bühne. Eine kurze Ansprache und eine Würdigung der Teilnehmer. Ja, verehrte Präsentierende, jetzt kommt in der Tat die Verkündung der Preisträger. Und bevor ich das tue, erlauben Sie mir noch 30 Sekunden ein Vorab. Erstens, es war schon unglaublich schwierig, aus den 46 Anträgen die 8 Finalisten herauszufiltern. Das ist uns aber einigermaßen gelungen in verschiedenen Nachtsichtungen. Und es war jetzt wieder schwierig, in dieser Heterogenität der Projekte, die präsentiert wurden, 3 zu finden, denen wir das Preisgeld von 250.000 Euro zusprechen. Es ist ein Preisgeld, es ist kein Bedarfsgeld. Es kamen eben viele Fragen, könnt ihr das auch ohne uns machen? Wir haben tatsächlich nochmal ganz klargestellt in der Jury, wir wollen die Konzepte auszeichnen, die wir am überzeugendsten fanden. Am modellprägendsten auch für andere Universitäten und Hochschulen, um möglicherweise da etwas abzugucken. Das Thema Abgucken ist ganz wichtig. Es ist auch die Überzeugung der Jury und aller Beteiligten, dass wir in Deutschland nicht vorankommen werden, und das ist, glaube ich, eben hier auch schon in der Diskussion deutlich geworden, die während der Jury-Sitzung stattgefunden hat, wenn wir nicht irgendwie es schaffen, das zu teilen, was wir dann an den einzelnen Hochschulen produzieren, dann sonst wird es unendlich teuer. Und wir kommen, glaube ich, über die Insellösung nicht heraus. Wir müssen das Thema Plattform, so wie die Amerikaner die edX haben für ihre MOOCs und sonstige Open Educational Resources Plattform, das müssen wir vorantreiben, und das soll auch passieren im Laufe des Nachgangs zu dieser Förderlinie. Und wir möchten Sie alle einladen, sozusagen an diesem Thema mit uns zu arbeiten, weil ich glaube, wenn wir nicht sowohl die Inhalte als auch die Formate irgendwie teilen und aufeinander zugreifen können, dann geht vieles verloren. Und ich hoffe, dass dieses Format des Miteinanderteilens auch hier so ein bisschen Inspiration dafür liefern konnte. So, jetzt, bevor ich jetzt zu dem Voting insgesamt komme, lassen Sie mich sagen, Sie haben ja auch abgestimmt, ja? Also die gesamte Jury hat abgestimmt und Sie auch. Und das Publikumsvoting war, so viel darf ich sagen, zu 2/3 deckungsgleich wie beim Abstimmung der Jury. Also 2 der Preisträger, die wir gleich auszeichnen werden, sind auch beim Publikumsvoting ganz oben gerankt worden, sodass wir, glaube ich, tatsächlich auch ein sehr repräsentatives Ergebnis hier im Saal haben. So, und jetzt komme ich zu den Preisträgern. Das wird jetzt so ablaufen, dass ich ohne Ranking, es gibt kein Ranking, es gibt kein 1, 2, 3, sondern es gibt eine dramaturgische Reihenfolge, die wir uns ausgedacht haben, werde ich jetzt die 3 Preisträger nacheinander auf die Bühne bitten. Und ich möchte beginnen mit Preisträger Nummer 1, Universität Göttingen. Da sind die Urkunden. Also pro Person eine Urkunde. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Sie müssen beide Urkunden mitgeben. So. Und dann nochmal einmal Plätze. Einmal für die Urkunde. Dann müssen wir ein Foto machen. Ein Foto machen. Was? Foto nachher? Wir machen Fotos nachher. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Preisträger Nummer 2 ist die Hochschule Mannheim. Bitteschön. Thank you.
Fotos machen wir nachher, genau, nochmal am Rande. Und, aber wir, Sie kommen gleich nochmal zum Preisträgerfotos von allen zusammen, ja, das ist wichtig. So, und last not least möchte ich die Vertreter der Universität Lüneburg nach vorne bitten. Allen anderen darf ich ganz herzlich danken. Ich weiß, es ist auch Enttäuschung im Raum, aber es gibt ja noch viele andere Fördermöglichkeiten. Wir werden, wie gesagt, bald eine Ausschreibung machen, die nennt sich Innovation Hubs. Und ich habe den Eindruck, dass einige, die sich hier heute präsentiert haben, auch in dieser Ausschreibung beteiligen können. Und wir haben verschiedene andere Förderformate, um innovative Lehre auch noch zu unterstützen. Also bitte schauen Sie immer nach einer weiteren Ausschreibung des Stifterverbandes. Herr Nasko, ein Schlusswort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von der Heinz-Nixdorf-Stiftung möchte ich mich sehr herzlich für Ihre Teilnahme bedanken. Wir sind ja, wie Sie vielleicht wissen, keine operative Stiftung, sondern wir sind eine Stiftung, die nur das Geld zur Verfügung stellt. Aber das tun wir gerne und wenn es so erfolgreich angelegt ist wie heute mit diesem Projekt, dann sind wir besonders froh. Und wir danken auch dem Stifterverband für die gute Zusammenarbeit seit 10 oder mehr Jahren bei unendlich vielen Projekten, aber die haben sich immer gut bewährt und sind immer erfolgreich gewesen. Also vielen Dank für Ihre Mitwirkung, für Ihre Teilnahme und viel Erfolg bei der Umsetzung. Dann, ich danke erstmal allen Teilnehmenden herzlich. Schön, dass Sie dabei waren. Schön, dass Sie da waren. Die Veranstaltung endet jetzt. Es war spannend. Ich habe mich ganz kurz. Es war sehr, sehr spannend. Ich persönlich hatte tatsächlich mehr als drei Favoriten und ich bin sehr froh, dass ich nicht in der Rolle war, die auswählen zu müssen. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr harte Auswahl. Die Siegerteams sind schon hier, bleiben für ein Foto. Vielleicht noch als organisatorischen Hinweis, es sieht derzeit so aus, als ob man rauskommt. Ich gucke mal ganz kurz da hinten. Kommt man derzeit raus? Ja, man kommt derzeit raus. Ich sehe ein Ja. Das ist schön, das freut mich für Sie, dass Sie da auch tatsächlich, wenn Sie wollen, abreisen können. Ansonsten bleiben Sie gerne noch ein bisschen hier. Dort gibt es noch ein bisschen Getränke und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Besten Dank.